Hi, Yara. Schau dir das Fahrrad an, Nico. Wunderschön, oder? Naja. Als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich auch so ein Fahrrad. Es ist leider irgendwann kaputt gegangen. Ist es nicht auch kaputt? Was? Nein. Naja, das Fahrrad sieht aus wie Schrott. Er weiß ja nicht, was er da sagt. Schrott. Nein, das weiß er wirklich nicht. Als ich in deinem Alter war, habe ich von diesem Schrott geträumt. Nico, das ist Otto. Er sammelt Fahrräder. Ah, ich sammle viel zu viel. Deshalb verkaufe ich manche Dinge. Am liebsten an so nette Menschen wie Yara. Hallo, ich bin Nico, der Neffe von Yara. Ich wollte nicht unhöflich sein. Ist schon gut. Was ist denn nun so besonders an diesem Fahrrad? Das ist ein altes Fahrrad aus der Deutschen Demokratischen Republik. Seit der Wiedervereinigung gibt es die DDR nicht mehr. Ja, das habe ich in der Schule gelernt. Ja, siehst du. Und dieses Klapprad wurde in der DDR produziert, als es das Land noch gab. Dieser Typ wird heute gar nicht mehr gebaut. Sagten Sie Klapprad? Ja, weil man es zusammenklappen kann. Pass auf. Oh, Vorsicht. Nicht, dass es jetzt noch kaputt geht. Dieses Fahrrad ist ein Stück Geschichte. Ja, so wie ich, wenn ich nicht gleich was esse. Mach's gut, Otto. Und vielen Dank. Das Fahrrad bedeutet mir viel. Pass gut drauf auf. Tschüss. Nico. Stabil ist es nicht.